Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Und ihr seht im Hintergrund von mir, dass es schon hier richtig grünt und weihnachtet. Und es geht heute, das sieht fast aus wie Bäumchen da hinten, ne? Es geht heute um Bäumchen, ja, im Video. Zuvor zeige ich euch nochmal einen ganz tollen Ausflug, was meine YouTuber so alles nachmachen. Und ich zeige euch auch mal, wie die Vorbereitungen für Weihnachten so laufen, was hier jetzt schon so läuft. Ja, weil es weihnachtet dann doch schon mächtig. Ja, aber jetzt drehe ich erstmal die Kamera nach der Intro um. So, und wir haben hier also auch schon wunderschönen Ilex. Wir haben auch ganz tolle Eibe. Ja, das sind also wie so Bäumchen. Dann haben wir ganz tolle Buschelige. Ja, so richtig schöne Spitzen vom Taxus. Und während da so vieles oft dann leider Gottes nach dem Schnitt im Grünmüll landet, werde ich euch im Video gleich mal zeigen, was man da Tolles damit machen kann. Wir haben die schönsten Koniferen, ja, die ist in diesem silbrigen, ja, dieses Grau, also wirklich nicht so grün, sondern grau. Dann haben wir auch noch hier ein, ja, so eine buschige Konifere. Aber ich werde auch nächste Woche natürlich, gibt es noch Nordmann dazu. Und dann, hier sind die, ja, die Juwelen sind hier. Das ist die Muschelzypresse. Die sind echt der Hammer. Die sind auch wunderschön auf den Zapfengrenzen. Ja, dann gibt es natürlich noch hier die normalen grünen Koniferen. Wenn man die so sieht, sind die natürlich immer umgedreht. Ja, aber die haben jetzt dieses normale Grün. Sorry, hier fahren ein paar Autos. Ja, und ansonsten haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen Weide gesammelt, die auch wunderschön ist zu den Amaryllis. Dann gibt es noch den schönen Kornus in dem Rot. Und was nicht fehlen darf, sind natürlich die Magnolienzweige. Ich liebe sie, vor allem wenn die jetzt so frisch geschnitten sind. Dann haben die diese grünlichen Knospen. Und da sieht man ganz genau, dass die jetzt also noch knackfrisch sind. Und Korkenzieherhaselnuss macht sich immer schön in den Grenzen. Ja, wenn man das hier auf so einem Haufen sieht, denkt man, ach naja, was ist das denn schon? Aber wenn man hier zum Beispiel nur mal die Hand dahinter hält und man sieht diese schönen Windungen, ja, wie die sich so schön windet, das ist herrlich. Und Flechten habe ich früher nie zu schätzen gewusst. Flechten sind, ach, ein Juwel. Aber ich glaube, jetzt gehen wir mal in den Laden und da zeige ich euch mal, wie jetzt schon die Vorbereitungsarbeiten aussehen. Kommt mal mit rein. So, also die Vorbereitungen laufen. Die Kugeln stehen alle bereit in allen Farben. Gibt hier auch so schöne Besonderheiten, was zum Beispiel wunderschön ist. Das nennt sich Canella. Das sind ganz tolle Beeren. Die sind auch toll haltbar in diesem Rot. Und die haben, hier habe ich zum Beispiel noch so kleine Stücke. Ja, die sind an so Stielen und die sind auch ganz toll haltbar. Wir haben natürlich als Vorbereitung, hier sind die ganzen Kügelchen alle schon schön sortiert und wir haben auch die ganzen Schachteln alle beschriftet, also man weiß dann immer ganz toll, was drin ist. Und die Zäpfchen, ja, hier gibt es wirklich so schöne dunkle Zäpfchen, das sind Erlenzäpfchen und hier gibt es dann wirklich die Minis. Man sieht auch, wie klein die sind, in allen Größen. Hier, sorry, die anderen Blumen stehen noch davor. Damit man weiß, was in dem Karton drin ist, klebe ich einfach immer eine Scheibe außen drauf. Das ist einfacher zum Arbeiten. Hier das Gleiche, genau, da gibt es die ganze Sternchen-Galerie. Sternchen, Sterne in groß, Nüsse, Filzdeko-Tiere. Ja, hier sind die ganzen Nüsse, Zapfen. Ja, also wir haben hier so einen großen Fundus an schönen Sachen. Haben hier auch noch hier Zäpfchen in Rot. Haben die Zäpfchen dann auch in einem Grünton, ja, in so einem zarten Grün. Sieht eigentlich natürlicher aus, als es jetzt im Video scheint. Ja, und dann, damit wir die Zapfen auch gut greifen können, die stehen eigentlich dann im Laden, gibt es dann noch die schönen großen Körbe
mit diesen Zapfen. Die stellen wir jetzt hier alle unter den Tisch. Und manche Kunden kommen dann und sagen, ah toll, die kaufen dann auch Zapfen für ihre Tische. Die sehen hier so schön gelackt aus. Das sind diese Strobus-Zapfen, dann die Wellingtonia-Zapfen von diesem Mammutbaum. Da habe ich auch beim Thema Zapfenkranz einiges gezeigt. Und die Maritima-Zapfen, die sind auch richtig schön groß. Man sieht das immer nur in der Relation zur Hand. Ja, meine Hände sind jetzt nicht so klein. Die sind also auch richtig üppig. Ja, und dann, ach, und jetzt zeige ich euch mal ein Video. Und zwar ganz herzliches Dankeschön an die liebe Carla aus Sachsen. Die hat nämlich das Moosherz nachgemacht. Und da zeige ich euch das Video. Vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Freue ich mich total. Zurück von den Moosherzen, gehen wir heute zur neuen Idee. Aber bevor ich euch die neue Idee zeige, muss ich doch erst noch mal ein ganz dickes Dankeschön sagen. Danke für die tollen Kommentare, danke für diese netten Rückmeldungen, für eure Worte, dass ihr sagt, boah, mit deiner Idee gehe ich jetzt auch durch die Natur. Ich suche mir die Materialien und ich probiere das jetzt auch mal aus. Und auch diese, ja, einfach, dass das so Dinge sind zum Dinge, die jeder auch mal nachmachen kann, ja, die jetzt nicht so kompliziert sind und dass ihr sagt, dass ich es gut erkläre. Also vielen Dank, ich freue mich total, ich bemühe mich auch immer super um verständliche Erklärung und darum, dass es nicht so kompliziert ist, das Material zu bekommen. Also das ist einfach so ein Dankeschön, danke an die Unterstützungen, ja, auch ich werde auch ein paar haben auch mit Super Thanks, haben gesagt, boah, ich unterstütze dich und haben einfach mal ein paar Euro über Super Thanks geschickt und habe gesagt, boah, ich finde deine Arbeiten toll und das ist, das macht so Spaß und es ist so, so viel Positives, dass ich jedes Mal denke so, was kann ich denn jetzt eigentlich wieder für eine Idee mir ausdenken? Und ich verwende ja auch immer gern so viel Natur und also Dinge, die man auch wirklich leicht nachmachen kann. Aber es macht einfach Spaß und es treibt mich immer wieder an, Neues zu machen. Und mit Danke, also auch ein ganz liebes Dankeschön an Kerstin S. Punkt, so viel darf ich ja sagen. Sie hat auch gesagt, boah, ich find's toll, dass du das alles machst und so. Und sie hat gesagt, ich wollte dich gerne unterstützen. Und sie hat mir auch tatsächlich, hat mich unterstützt mit einem Betrag, was ich ganz irre fand, ja, einfach von der Geste her, dass ich sage, boah, ja, toll, toll, dass es euch alle gibt. Es ist einfach eine Riesenfreude, das alles zu machen. Ja, und so bin ich auch natürlich wieder angetrieben worden zu einer neuen Idee zum Thema Bäumchen. Ja, ich stehe natürlich hier schon direkt dahinter. Und Bäumchen, also das sind jetzt Bäumchen aus Aluminium und die sind hier in diesem schönen, die sind in Silber. Ja, ich hoffe, man sieht es gut genug im Video und haben so schön dieses nicht ganz glatt, ja, dieses so ein bisschen natürlich, dieses ja leicht gelocht oder wie soll man sagen, wie so mit Sand, haben dieses Metall und das ist auf einem Holzfuß, ja, der Naturholzfuß. Das ist jetzt tatsächlich von mir, die ich versende. Da ist das kleine bei 17 Euro, das große bei 29 Euro. Und ja, ich muss noch mal gucken, was das Porto kostet, weil ich glaube, die gehen in eine Warensendung nicht mehr rein. Weil die sind mit 5,5. Nee, die muss ich als Päckchen versenden. Und ein Päckchen, ich versende die für 5 Euro. Dann sind sie unversichert, aber das ist die günstigste Versandart. Ein Päckchen, es hat ja auch maximal 15 cm Höhe. Ja, also die könnt ihr bei mir bestellen. Ich bin gut bevorratet und Bäumchen, ich bin jetzt keine, die nur so die Deko so hinstellt. Also wenn, dann hätte ich gern Bäumchen und Bäumchen und Bäumchen und an meinen Worten merkt ihr, da fehlt die Nummer 3. Aber die Nummer 3, die kommt gleich. Und das habe ich jetzt auf so eine schöne Holzscheibe. Holzscheibe bekommt ihr auch bei Floristik24. Bei jeder Bestellung bei Floristik24 gibt es das Ideenmagazin dazu. Und zum Thema Bestellen
Es gibt ja immer 10% Rabatt, wenn ihr mit dem Rabattcode Margit bestellt. Und unter dem Warenkorb, aber das ist wirklich und drunter, unter der Summe noch, da ist das Feld mit dem Rabattcode und da müsst ihr da Margit eingeben und bekommt 10%, weil eine Dame hat also schon wirklich für einen ganz schönen Betrag bestellt und hat gefragt, gilt der denn noch, der Rabattcode? Ja, der gilt natürlich. Und ja, wenn ihr dieses Ideenmagazin bekommt, da sind also diese schönen Wichtel drin auch. Und auf Seite 20, 21, tada, kommt euch das ein be bisschen bekannt vor von Videos, da habt ihr die Margit. Ja, also da habe ich auch mit beigetragen. Da gibt es natürlich noch viele andere schöne Ideen. Also es lohnt sich zu bestellen. Ich finde auch die Sachen immer, ich finde die Preise super, deswegen empfehle ich es einfach gern. Ja, und jetzt komme ich dann zu meiner heutigen Idee. Also Bäumchen und Bäumchen und Bäumchen. Das wäre die Nummer 3. Ich habe jetzt einfach eine Konservendose genommen. Ganz normal aus dem Haushalt. Ich habe feuchten Steckschwamm reingemacht. Wenn man den reinmacht und danach auf jeden Fall mit Wasser aufgießen. Bis zur Kante hier. Ja, ist ganz wichtig. Und dann habe ich den Filz abgemessen, wie viel ich für die Dose brauche, habe den abgeschnitten und habe dann die mit der Kante, habe einfach eine Naht getackert. Ja, ich nehme den Filz gerade noch mal runter, weil dann kann ich euch das zeigen. Auch den Filz gibt es natürlich bei Floristik24, die Rollen in verschiedenen Farben. Sehr schön ist auch ein Braun. Ja, finde ich auch toll, weil der Wurzelballen eines Baumes ist braun. Und deswegen könnte ruhig die Dose auch braun sein, um es so einen natürlichen Charakter zu geben. Und hier sieht man, ich habe den Filz zusammengelegt und habe einfach die Kante hier getackert. Ja? Dann drehe ich das Ganze wieder um. Und es ist auch ohne Nähmaschine, gibt es eine schöne Naht. Und dann nehme ich diesen Filz, stülpe den einfach wieder hier drüber. Und wenn ich das jetzt alles fertig habe, fülle ich das natürlich nachher nochmal mit Wasser. So, hab dann, wir waren auch vorhin im Hof. Da gab es auch so schönen Taxus. Ja, das ist so dieser Puschelige. Der ist also, ja, toll. Während es einen normalerweise stört, dass es innen nur so braun ist, mich stört es nicht, weil was ich jetzt einfach mache, das muss ich jetzt mal ein bisschen testen. Ich kann ja den Taxus. So, hier eins, zwei. Und wenn ich so eine dritte Spitze nehme, so, da kann ich den ja einfach, hier ist natürlich ein kleiner Quertreiber, der wird hier noch weggemacht. So, dann habe ich mit diesem Taxus eigentlich schon fast ein Bäumchen, was ich jetzt in gesteckter Form natürlich, so, was ich jetzt im Gesteck mache. Ich muss mal nach Wasser gucken. Ich brauche noch mal ein bisschen Wasser. Weil ich würde zuerst das Wasser reinmachen und dann stecken. So, auf jeden Fall zur Hälfte füllen. Wenn ein Kunde kommt und den mitnehmen will, für den Transport, würde ich natürlich dann das Wasser abgießen. Aber es ist schon erstmal ganz gut, wenn es drin ist, dass es gut versorgt ist und dadurch, dass es natürlich mit Wasser versorgt ist, hält es ja auch ganz toll. Ja, das ist natürlich das A und O der ganzen Geschichte. Und manche sagen ja auch so, ach, ich habe ja keinen Garten, was mache ich denn mit den Bäumchen? Wo pflanze ich es danach hin? Ja, das ist eigentlich kein Problem, weil es gibt ja nichts rauszupflanzen. Es gibt ja nur dieses geschnittene Grün und das geschnittene Grün, das kann man nach Weihnachten dann ganz salopp entsorgen und schon ist es weg. Also das ist auch da, hat man nicht so viel Ballast. Manche sagen, okay, sie wollen Bäumchen in den Garten pflanzen, aber auch viele Gärten sind eigentlich auch schon voll. So, man sieht jetzt also schon, es wird schon, von der Seite sieht es aus wie ein Bäumchen, von der Seite noch nicht. Da sieht man, dass ich eigentlich diese Teile von dem Taxus nur aneinander stecken muss. Aber das vollenden wir jetzt mal kurz. Und es lohnt sich total, ein bisschen die Augen offen zu halten. Es werden jetzt so, in so vielen Gärten werden Koniferen geschnitten.
Also ich würde unbedingt mal gucken, ob die Nachbarn oder ob irgendjemand, den ihr kennt, der die Koniferen im Garten schneidet. Und dann würde ich gleich sagen, hallo, ich hätte eine tolle Idee. Kann ich von dir was bekommen? Und einfach gleich mal fragen. So, jetzt haben wir natürlich Silber. Erfordert ja auch einen gewissen Kontext in Silber. Fände ich sehr schön. Das heißt, zum einen gibt es ja auch Zapfen. Ja, habe ich jetzt hier Zapfen in hell. Ja, diese kleinen gekalkten Zapfen. Dann haben wir, Moment, mal gucken. Dann gibt es auch diese schönen, Moment, ich falle fast um, diese schönen Strobuszapfen. Also ich finde auch die hellen Bäumchen, es wäre natürlich schon toll, wenn die einen hellen Kontext bekommen. Der Strobuszapfen, der ist fast ein bisschen groß, obwohl er eigentlich ganz witzig wäre. Ich kann mal probieren, den Strobuszapfen. Ich schneide den mal hier vorne ein. Und dann zeige ich euch was. Ich hoffe, es klappt im Video. So, ich nehme diesen Strobuszapfen und teile ihn. Ja, cool, oder? Das ist echt eine coole Sache. So, und jetzt muss ich mal testen. Ich denke, die Größe des Bäumchens kann diesen Strobuszapfen doch ganz gut gebrauchen. Und ich würde ihn jetzt einfach hier vorne auf den Filz kleben. Und da wir hier diese schöne Ader von dem Zapfen haben, ja, also Strobuszapfen kann man hervorragend teilen. Nehme ich einfach den Heißkleber, klebe auf diese Zapfenader und klebe diesen Strobus hier drauf. Dann habe ich, ach wie schön, ich habe noch so Ästchen, ja, von dem vermeintlichen Müll. Aber Müll gibt es bei mir gar nicht so oft. Ich habe ja mit ganz vielen Sachen immer noch was vor. Ich nehme einen Steckdraht, einen grünen Steckdraht, mache diesen Draht um das Ästchen rum. So. Das sind also doch immer wieder ähnliche Materialien, die wir brauchen in der Floristik. So. Drahte dieses Ästchen hier, so dass es quer steht. Dann hätte ich natürlich gern, mein Gedanke ist, ich möchte gern einen silbernen Hirsch da reinmachen in den Baum. Das ist mein Gedanke. Und damit der Hirsch gut steht, gebe ich dem eine kleine Unterlage mit Moos. So, und es soll ja ein Pendant zu den Bäumchen sein. Die Hirschen gibt es auch bei Floristik24. Also ich blende euch alles mal ein, die Sachen. Und der Hirsch, da mache ich jetzt nur ein bisschen Heißkleber auf die Füßchen. So. Und ich würde auch gar nicht so viel machen. Den einen, das gibt es auch in Weiß. Aber ich würde einen Hirsch machen. Ich würde tatsächlich, ich habe zuvor auch noch über den hellen Zapfen nachgedacht. So, also einen Zapfen gibt es noch, der hier seitlich reinkommt. Den klebe ich hier rein. Die Zapfen, finde ich, können ruhig immer unten sein, weil in der Natur oder ja, sind ja auch Zapfen auf dem Boden. Ich hatte auch noch hier silberne Eukalyptusblätter, habe auch über die nachgedacht, aber weniger ist oft mehr. Ich lasse den Eukalyptus weg. So, das Einzige, was mir noch gefallen wird, ist, wenn diese Dose, ja, der Filz, wenn das nochmal so eine kleine Wicklung bekommt. Und da habe ich jetzt einfach einen hellen Filzdocht genommen und wickel den nochmal lässig hier um mein Bäumchen drumherum. Und da mache ich dann einen lässigen, ja, eine Schleife oder einen Knoten. Ich würde eine kleine Schleife machen. So. Und fertig ist das Bäumchen. Und dann haben wir auch jetzt unser Bäumchen-Tablett. So, genau. So würde ich das auch dekorieren. Man kann es auch ein bisschen weiter auseinanderstellen. Aber man sieht schon, durch dieses natürliche Bäumchen bekommen auch die silbernen, die haltbaren natürlich eine ganz andere Optik. Und das ist jetzt, man kann ein schönes Tablett nehmen oder man stellt sie auf den Tisch so. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das so meine kleine Bäumchen-Idee. Und
Ich bin total gespannt, wie sie euch gefällt, und ich bin auch gespannt, ob ihr die Bäumchen mit dem Alu auch so schön findet, um die dazu zu dekorieren. Ja, ich freue mich auf eure Bestellungen, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und überhaupt, es macht total Spaß und es wird bestimmt noch mehr Weihnachtliches geben. Bäumchen habe ich auch in anderer Form gesteckt schon. Zeige ich euch nochmal einen Videolink zum Thema Bäumchen. Und ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart. Zeige euch nochmal hier unser kleines gestecktes Bäumchen nahe und sag einfach alles Liebe und Tschüss von eurer Margit. Bis bald.